Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir gerade, ja, schnappe ich mir einfach die Kamera und starte ein Video für euch. Ich komme gerade von der Arbeit und ich habe so einen Bärenhunger, dass ich mir was bestellen muss. Und ich hoffe, es kommt gleich an. Und dann werdet ihr sehen, was ich mir bestellt habe. Ich bin momentan so im Bestellfieber, wirklich. Also ich könnte jeden Tag bestellen, wirklich. Es ist so schlimm, wirklich. Wow, wie oft sage ich eigentlich wirklich? Naja, ich hoffe, es klingelt demnächst und dann kann ich euch zeigen, was ich bestellt habe. Hallo. Hi. Das stimmt so. Dankeschön. Schönen Abend noch. Seht mal, was ich hier habe. Oh, dieser Mann ist immer so nett. Es ist immer derselbe, wirklich. Oh, da macht es mir richtig Freude, mal Trinkgeld zu geben, wirklich. So süß. Beeilt sich auch immer extra. Er kommt immer richtig rumgerast hier. Ich sehe den schon. Es ist ganz schön dunkel. Sorry dafür. Ich sehe den immer schon um die Ecke düsen. Ey. Der beeilt sich, damit das richtig schnell da ist. Richtig nice. So, ich hoffe, das Licht ist etwas besser. Meine Fresse, ich sehe ja mega braun aus in dieser Kamera. Ich bin auch ein bisschen braun, aber ja. Jetzt wird ausgepackt. Tada! Sushi! Muss ich wirklich sagen, ich habe die ganzen letzten Jahre habe ich mich nicht getraut, Sushi zu probieren. Und jetzt hatte ich einmal so das Verlangen danach, es einfach mal auszuprobieren. Und das schmeckt so. Also klar gibt es Sachen, die ich nicht so gerne esse, aber ich probiere mich immer noch aus. Aber das Geilste ist, sind diese. Diese panierten, die schmecken so geil, wirklich. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Wirklich, das sind die besten. Also ich habe mir, ich weiß gar nicht, was das sind. Das sind panierte Mini Rolls mit Avocado, Lachs, Lauch und Frischkäse. Genau, das ist es. Toll, die Soße ist gekleckert. Dann. Wow, diese Plastik, wirklich. Am liebsten hätte ich das einfach so in der Tüte ohne diese ganze Plastik. Dann habe ich mir noch so ganz normale Maki-Sushi-Rollen bestellt. Mit geschnittenem Lachs. Ja, okay, er fokussiert nicht. Tut mir leid, mit geschnittenem Lachs und Avocado. Dazu gibt es ja immer diese geile Soße. Sojasoße. So nice. Gott, wie viel habe ich mir bestellt? Also so viel habe ich mir eigentlich nicht bestellt. Dann bestelle ich mir immer noch so. Ach nee, das ist es gar nicht. Da habe ich mir noch Ente Cross bestellt. Also ganz normal Ente Cross süß-sauer. Genau. Stäbchen dürfen natürlich nicht fehlen. Dann sind hier noch Frühlingsrollen mit der geilsten Soße ever. Ich liebe sie. Diese rote Süß-Sauer-Soße. Ein Traum, wirklich. So, und hier unten. Heilige Güte, so viel habe ich wirklich nicht bestellt. Oh Gott. Keine Sorge, ich esse das nicht alles auf einmal auf. Hey, dann würde ich ja. Hätte ich eine Babykugel vor mir, wirklich. Wie geht das auf? Wie geht das auf? Also sowas habe ich mir hier noch nie bestellt. Ich habe mir immer nur, also ich habe es nicht bis jetzt, ich habe dreimal, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich Sushi bestellt habe. In einem Monat. Geldbeutel, ahoi, wirklich. Naja, auf jeden Fall ist das hier, oh ja. Das ist so der Ente Cross, die Süß-Sauer-Soße. Okay,
Okay, das kann ich nicht annehmen. Ich zeig's euch gleich nochmal alles. Oh, geil. Das riecht so geil. Und der Reis dazu. Okay, ich kann es nicht anheben, dann schwappt es über. Ich zeige euch alles. Also, das sind jetzt die Frühlingsrollen. Das sind, müssten 7 Stück sein mit der geilen Süß-Sauer-Soße. Das ist die Ente Cross, die gehört hierzu mit der Süß-Sauer-Soße. Sehr, sehr viel Soße und dem Reis. Dann haben wir hier die Maki-Sushi-Rollen mit Lachs und Avocado. Und hier dann die panierten Mini-Rolls mit Lachs, Avocado, Frischkäse und Lauch. Genau. Also wie gesagt, ich werde das auf gar keinen Fall essen. Aber ich kann euch da draußen empfehlen, wer noch nie Sushi bestellt hat, so wie ich die ganzen Jahre lang. Ich bin so doof gewesen, wirklich. Mein Papa sagt es mir auch immer noch, du warst so doof. Macht das. Probiert das aus, wirklich. Auch wenn es euch erst am Anfang nicht so überzeugt, probiert es aus. Und diese Dinger, ich hasse sie. Ich kann nicht mit Stäbchen essen. Ich bin so doof, obwohl die hier hinten extra zu sind. Also, ne? Aber ich spieße immer auf. Also ich mach's so. Aufspießen. Die Beste. So geil, wirklich. Er weiß mit Mund offen. Mit Mund offen. Vor dem Mund redet man nicht, aber. Also, ich lasse es mir jetzt schmecken. Wow, ich vergesse mal die Hälfte zu erzählen. Wirklich. Also, wie gesagt, der ist super nett. Die sind super nett dort alle bei dem Restaurant. Es schmeckt so geil und ich bestelle es immer über Lieferando. Und wenn man da die Zeit angibt, wann man es haben will, die sind immer mindestens 5 Minuten pünktlicher da. Sehr nice, wirklich. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, um die Ecke irgendein Sushi-Restaurant bestellen. Geil. Auch wenn man nicht mit Stäbchen essen kann. Es gibt immer noch Gabel. Und das, was ich nicht schaffe, stelle ich in den Kühlschrank und esse morgen ab zum Mittag. Ja, es wird sehr viel übrig bleiben. Mal gucken. So, ich habe gerade noch meinen Papa gefragt, ob er vorbeikommt und mir hilft, die Menge zu essen. Weil sonst wäre das ja viel zu schade. Und er kommt tatsächlich vorbei. Also wir lassen uns das dann gut gehen. Genau, und ich nehme euch wahrscheinlich dann morgen wieder ein bisschen mit. Guten Morgen! Ich bin jetzt auf dem Weg zum Einkaufen. Ja, heute ist Dienstag, eigentlich mache ich es immer mittwochs. Aber morgen muss ich mal in Präsenz arbeiten und heute habe ich Homeoffice, deswegen habe ich es auf Dienstag verschoben. Und ja, gestern das Essen war so lecker. Es ist noch über die Hälfte übrig geblieben, obwohl wir zu zweit dran gegessen haben. Habe ich noch etwas für heute. Genau. Und jetzt mache ich mir erstmal auf den Weg und fahre einkaufen. Bin ich wieder. Ich brauche immer nur so circa eine halbe Stunde und dann bin ich fertig. Und ja, ich habe es voll verpeilt, dass auf meinem Handy ja die Einkaufsliste ist und ich nur mein Handy mit habe zum Filmen. Deswegen konnte ich euch das jetzt nicht zeigen, aber ich zeige euch, was ich eingekauft habe, wenn ich zu Hause bin. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und fange an, euch zu zeigen, was ich so eingekauft habe. Ist jetzt nichts Besonderes, ein ganz normaler Wocheneinkauf. Aber ja, den einen oder anderen interessiert das ja wahrscheinlich. Ja, wow, ist gleich oben. Muss bei jeder Frau sein. Dann habe ich noch Tomaten. Ich habe mir so, ja, gehackte Mandeln geholt für so
Joghurt-Toppings und auf Kokosraspeln. Ja, natürlich für Fußball und Chips, ungesund immer. Dann noch Äpfel. Wow, ich habe hier, glaube ich, nicht zu wenig Platz. Dann nehmen wir noch so einen Kuchen, weil wir sind immer richtig oft unterwegs und dann nehmen wir meistens so einen Kuchen, also nicht den ganzen, aber so ein paar Stückchen davon. Habe ich russisch Brot gekauft, weil es im Angebot war. Und eigentlich kann ich immer nur die normale Sorte. Und jetzt hatten die irgendwie auch Zitrone. Sieht man gar nicht. Da mal gucken, wie es schmeckt. Bin ja richtig Fan davon. Dann einmal Sahne für eine Soße am Wochenende. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Mozzarella für Tomatenmozzarella. Dann habe ich einmal Schupfnudeln. Kennt ihr die? Ich liebe sie wirklich. Die sind so geil, wenn die richtig angebraten sind und so. Richtig geil. Da war mega im Angebot. Ich liebe weiße Orange. Weiße Schokolade mit Oreo. Das ist so geil. Ja. Okay, es sieht mega ungesund aus. Egal, ich stehe dazu. Dann noch zwei Bananen für mein Frühstück. Dann so Milchbrötchen, die sind auch richtig geil. Die nehmen wir auch meistens mit, wenn wir unterwegs sind. Gefrorene Erdbeeren für meine Smoothies. Einmal Pizza, weil eine hatte ich noch da. Ja, und die waren halt im Angebot. Brot, da kaufen wir immer nur so, ja, so Abpackbrot, weil ich esse nicht so viel Brot. Da brauchen wir nicht so viel Brot. Dann noch Freilandeier natürlich. Also entweder ich kaufe Freilandeier oder Bio-Eier. Es kommt immer darauf an, was sie gerade da haben. Aber Bodenhaltung, nee. Habe ich noch Milch gekauft. Zweimal. Einmal Joghurt. Erst habe ich überlegt, Natur zu holen, aber dann war Vanille doch besser. Schmeckt mir einfach besser. Dann einmal noch Müsli-Riegel für Arbeit oder so zu mitnehmen. Und einmal Cornflakes. Wer liebt sie auch und isst sie nur so ohne Milch? Ich. Richtig cool. Ja, das war's schon. Das ist ein Wocheneinkauf von mir. Hat jetzt um die 30 Euro gekostet. Ja, ist mal mehr, mal weniger, aber wirklich viel verbrauchen wir in der Woche nicht. Also, ja, das reicht für eine Woche. Und ich habe auch noch, kann ich euch zeigen. Richtig geil. Boah. Ich habe einfach nur eine halbe Wassermelone und die schneide ich jetzt gleich, glaube ich. Ich glaube, ich esse sie so ein bisschen zum Frühstück. Weil sonst wird die auch schnell so weich und so. Die ist schon ein bisschen länger offen, deswegen muss ich die jetzt verarbeiten. Achso, und ich habe noch was vergessen, was ich eingekauft habe. Immer das Teuerste im Einkauf, wenn man Klopapier kaufen muss. Wirklich. Immer das Teuerste. Dann wäre ich wahrscheinlich schon noch unter 30 Euro gewesen. Aber ja, musste auch mal wieder her. Wow, mir ist gerade noch aufgefallen, ja, dass ich die Wäsche machen muss. Das heißt, mein Frühstück verschiebt sich. Ui, sorry, dass es hier so dunkel ist. Oh wow. Das heißt, mein Frühstück verschiebt sich noch länger nach hinten. Ich habe keine Lust, diese Scheißwäsche anzumachen, aber ich muss sie jetzt anmachen, weil selbst wenn ich sie jetzt anmache, ist sie erst um 9, 9.30 Uhr fertig und um 10 wollten wir noch das schöne Wetter genießen. Deswegen, ja, erst Wäsche und dann Essen. Waschmaschine ist eigentlich leer, aber du musst trotzdem waschen, weil du von der einen Sache nichts mehr hast. Das ist so unnötig. Aber gut. Was soll man machen? So. So. Noch mein Waschball. Damit benutze ich den hier. Den gibt es von jeglicher Firma eigentlich. Hey, es kostet einmal 12 Euro und du kannst damit 1000 Wäschen machen. Du musst den nur immer nach, ja, 20 Wäschen ungefähr in die Sonne legen, damit der wieder so, ja. Auf jeden Fall musst du ihn dann in die Sonne legen. Aber, und tut mir leid wegen der schlechten Qualität, aber ich habe hier nicht mehr Licht. Ich kann es euch zeigen. Da.
typisches russisches Licht. Ja. Ich sehe so nicht ein, in einer Abstellkammer eine Lampe reinzumachen, wo ich eh nur Wäsche wasche. Und da reicht mir auch das Licht. So. Ja. So, jetzt Baumwolle. 40 Grad. Also meine Waschmaschine spinnt manchmal. Speed. Ja, ich habe keine Zeit, deswegen muss ich jetzt Speed machen. Manchmal mal so lange. Und Start. Wow, sie hat gleich funktioniert. Habt ihr es gehört? Dieses Knacken. Premium. So, und jetzt kann ich Frühstück essen. Oder machen. Ja, gesagt, erstmal Melone schneiden, Banane. Das dauert auch wieder Jahre. Sieht jetzt so aus. Einmal die Melone schon mal, ja, dass wir einfach uns wegnehmen können und essen können. Fertig geschnitten. Die muss ich noch essen. Dann habe ich hier meinen Joghurt gemacht und ein bisschen Melone, Banane und diese Mandeln. Und dann würde ich jetzt sagen, lass ich mir das schön schmecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, weil ich jetzt ein bisschen Stress habe. Frühstücken, Wäsche aufhängen und dann wollen wir schon los, weil das Wetter ist einfach traumhaft, aber heiß, heiß, heiß. Und heute Nachmittag soll es ein bisschen windiger und so werden. Und deswegen, ja, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Schaut euch mal diesen Schrank an. Es ist einfach voll. Also vor allen Dingen diese Ebene hier, ja. Ich hasse es. Es ist so ein großer Stauraum, aber ja, man nutzt den einfach falsch. Und ich habe mir schon überlegt, da so eine Organisation reinzubringen, aber diese, ja, ich will ja so Glasbehälter haben, die auch ein bisschen schön aussehen und so, wo auch was reinpasst. Und die sind sauteuer, ey, da kosten 4 solche Glasbehälter schon 35 Euro. Und wenn ich so gucke, brauche ich mehr als 4. Ja, ich bin da immer noch am Überlegen, ob ich es mache oder nicht. Aber so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen und jetzt verabschiede ich mich wirklich von euch. Ich hoffe, euch hat mein erster Vlog, kann man es ja schon nennen, gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare Verbesserungswünsche, worauf ihr noch Lust habt, was ich euch zeigen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!